Das bin ich. Ich bin Eva. Und zuerst muss ich mal was erklären. Frankreich, 1800 irgendwas. Das Unterschloss, das hat ja auch einen See, einen wunderbaren See, kann ich euch sagen. Das ist Madame de Dampierre. Sie war Gräfin oder Baronin oder sowas und hatte die gleiche Krankheit wie ich. Schwein! Deshalb verließ sie nie ihr Schloss. Das ist Gilles de la Tourette. Er war der Arzt von Madame de Dampierre und der Erste, der ihre Ticks und ihr behindertes Geschrei überhaupt als Krankheit erkannte. Schwein! Obwohl auch er sie nicht heilen konnte, bekam das Kind jetzt wenigstens einen Namen. Schwein! Tourette nannte die Krankheit uneitel und völlig selbstlos. Das Tourette-Syndrom. Kinderficker! Ich würde auch Angst kriegen, wenn ich mich treffen würde. Meine Ticks machen mich zu einem echten Freak. Natürlich mache ich nichts davon freiwillig. Ich hab Schluck auf. Im Gehirn. Guten Morgen. Hallo Eva. Guten Morgen. Schönen Tag noch. Und hier mache ich mich wieder auf zu meinem täglichen Besuch bei meinen kleinen Freunden. Also wir haben hier schon überdurchschnittlich viele Behinderte. Also mehr als wir müssen. Wir machen das ja auch freiwillig. Feuer! Also das sind bestimmt einer. Aber der ist auch blind. Also nicht geistig behindert. Dazu sind wir auch überhaupt nicht verpflichtet. Verstehen Sie? Nein. Die andere Bewerberin ist auch schon behindert. Leider ganz. Also überall. Ist praktisch tot. Sie war zuerst da und heute ist schon ihr erster Tag. Also. Tut mir leid. Viel Glück. Wie heißt er? Das weiß ich noch nicht. Wie heißt du, Ficker, denn? Ich glaube, das passt nicht.